Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns den finalen Kampf hier gewidmet und ja, haben nach sehr viel Frust und Verzweiflung gewonnen. Und ja, Innominat war hungrig, wollte Verzweiflung fressen. Leider war ich nicht da in diesem Spiel vorhanden, also hätte er nicht von mir irgendwie Verzweiflung hier fressen können, aber Artorius hat sich angeboten und ja. Jetzt hat Innominat ihm mal kurz in den Nacken gebissen und die beiden amortisieren, nehme ich an. Und jetzt beginnt wahrscheinlich der letzte Kampf und ich werde wahrscheinlich meinen Verstand verlieren. Also los. Das ist ein dickes Schwert. Amortisierter Artorius und der hat 300.000 HP. versuchen wir mal ohne alles Teiler. Boah. Hat Eleanor wieder eiskalt hier den Dialog unterbrochen. Will ich auf den Arm nehmen. Weil mir war immer Eleanor in letzter Zeit. Jetzt sagt mir nicht, wir tun ihn jetzt voll leicht hier erledigen, ne? Autsch. Warum hat sich seine Stimme denn verändert, ey? Ist mir irgendwie als erstes aufgefallen, warum hat er so eine tiefe Stimme auf einmal? Oh. Wir erscheinen noch gut hier bei Runden zu kommen. Das ist eine Feuerattacke, also ja damit. Ja, mit dich, damit ich dich anzünden kann. Ordentlich Heilgegenstände haben wir auch noch, ne? So, danke, endlich mal. Na, ich tue es zur Überzeugung, wer wird steuern. Oh Gott. Gehen wir die Dreier Mystikart hier. Ah, verdammt, ne, kriegt man nicht. Ah, schon nicht schon wieder. Jetzt mal aus. Ah, Konter. Oh, er schon gleich erledigt, sage ich aber. Hab mich ran, der Kampf wird viel einfacher als der Kampf davor, ne? Wer wohl der Höhepunkt, ey. Autsch. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, er haut mich jetzt einfach nur aus dem Bildschirm raus. So aller Smash Brothers irgendwie. Ja, irgendwie kann ich den jetzt nicht ernst nehmen. Der sieht so fabulous aus irgendwie. Guck ich mal Artorius jetzt an. Der sieht viel zu handsome aus. Als wäre er irgendwie ein Bösewicht. So. Aber der Kampf ist viel mehr unter Kontrolle als der vorherige. Also. Bis jetzt läuft es noch. Oh Gott. Oh Gott, ich bin ausgewichen, dachte ich. Boom. Komm her. Dich. Komm her. Na. Nochmal Schlitz und Schlitz und. Kein Stich, weil ich nicht genug Dinge hatte. Aber wer wird? Ich bin schon Abstand gegangen, sehr gut. Ja, nicht knauserig sein jetzt mit den Heilgegenständen.
No, danke. Okay, danke. Gibt er mir hier noch Dinger? Danke. Bin damit ausgewichen. Sag's jetzt dazu. Ah. Besser wäre, wenn wir nicht alle auf einen Ort stehen, damit er uns nicht alle auf einmal trifft, ne? Das ist vielleicht eine Idee. Gut. Der uns gerade null abgezogen, haben wir den null abgezogen. Ich glaube, der uns null abzieht, ne? Ja gut. Dich. Geiles Vokabular, was ich bei Ellen noch habe, ne? Oh ne. Wir haben uns jetzt alle getroffen, oder? Nein, aber die meisten. Oh, ich habe keine Seelen, willst du mich auf den Arm nehmen? Oder sind Seelen? Laffyset. Nein, meine. Oh cool. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Habt ihr gesehen, wie der das Ding angepirscht hat, ey? So, ist mir egal, ob du vorher gesagt kriegst, das hole ich mir, wer bitte. Ey, was für ein Drecksack, ey, im letzten Kampf dann auch noch. Ja, lass dir mal wieder jemand abziehen, ey, da würde ich wahr sein, ich treffe den in letzter Zeit gar nicht. Weil ist ja so breit jetzt mit seinen Flügeln. Hier geblieben. Ja, Laffset weicht einfach aus. Was machst du jetzt, ne? Jetzt noch das hier. Boom. Und Ding. 6002. Das ist ja so viel AP wie vorher. Geil. Da kommt noch eine Form, dann kommt, weiß ich nicht. Auserwählte Artorius, was weiß ich. Oh. Weil wir gerade auf einen Haufen sind. Wie disrespektvoll uns der hier einfach nur so einen Kilometer weit wegschlägt, ne? Jetzt. Boom. Hi. Oh, das ist... ja, sowieso 5, also. Ich habe ja kein schwächeres Gelee gegeben, weil du mir gerade die Seele weggenommen hast oder so. Ich bin nicht nachträglich. Ja, wir werden viele mystiker als in diesem Kampf sehen, habe ich so ein Gefühl. Oh Gott, oh Gott. Fang jetzt bloß nicht mit Magie an, ey. Da habe ich die Schnauze voll. Das war ernsthaft. Eisen, komm nur mal rein. Hey, klappt das bei dir noch? Nee, ne? Mal schauen. Ah, komm schon. Kann ich irgendwas machen hier? Ah. Ein kurzer Auftritt von Eisen habe ich so gefühlt. Komm schon. Okay, völlig hier. So, jetzt kommt er auf mich zu. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich komme nicht dazu, ihn jetzt auszuwechseln. Ja, muss ihm Dings geben. Ey. Ja, tschüss Eisen. Tut mir leid. Ja, das ist auch wieder K.O. K.O. Wir gehen gleich die Tränke aus. Ne? Also, damit ihr es wisst. Dreck. Dings. Und den hier gerade sitzt hier, also bin ich da ein bisschen unbesiegbar. Ha.
Ja, langsam geht's wieder. Manchmal haben wir so Phasen, wo wir ihn nicht treffen. Manchmal. Oh, Indignation. Oh, schon Indignation. Jawohl, Indignation. Boah, jetzt kriegst du auf die Schnauze. Guck dir halt an, da ist der Himmel. Das ist ein, der Blitz, der aus dem Himmel kommt. Nicht der Himmel, der aus dem Blitz kommt. Oh. Kontert, gekontert. Komm, schau dich mit Papier kaputt. Nein, nein, nein. Boah. Wird nicht reichen, oder? Der hatte nicht mehr viel. 15.000, komm. Ich bin unbesiegbar während mein Seelenbrecher. Haha. Naja. Ich bin immer noch unbesiegbar hier drin. Komm schon, das war's doch, oder? Jetzt nicht mehr so viel. Yes! Boah, weh, da kommt noch was. Aber trotzdem, der Kampf war einfacher als der gegen die beiden zusammen. Ich glaube, das war's. Was sehen die Nummer da aus ihnen rausgebissen? もしそうだったら、きっと兄さんは私たちのために世界を救ってくれたもの。 Ja, bitte sag mir, das nicht wahr ist. Dann geh was essen. Geh nach McDonald's. Ah. Ja,
ベルベットは永遠に己を食わせ、カノヌシを食らい続けるつもりなんじゃ。互いを食らい合う無限の矛盾と化せば、生きたままカノヌシを封印できると考えたんじゃな。ダメだよそんなの。カノヌシを殺せば、その一部の私もフィーも死ぬ。私は自業自得。 僕もいいよ。ベルベットと一緒なら死ぬのなんか怖く。ねえ、死になさい。食べて、生きて、したいことを全部やった後に。本当に勝手よね。私は。 わがままで憎いのに。でも、あんたはそんな私を救ってくれた。まっすぐな優しい力で。違うよ。ベルベットこそ僕を。ねえ、あんたも見てきたよね。人間はいつも必死で、だから間違ってしまう生き物なの。 Ja, ne, irgendwie schon. Ich habe keine
Oh, ich frage mich, wer das sein wird. Weil alle gucken sie da. Eisen denkt sich so, ne, guck mich bloß nicht an. に戻らしたい。心を溢れさせてしまった人がやり直せる明日を。どこまでも飛ぼうとする人たちが、翼を休められる時を、強くて弱い人間が、怖くて優しい人間たちが、いつか空の彼方にたどり着けるように。 Sexy. Na ja, dann verwandeln sich auch alle zurück. Stimmt ja. Ich kannte die nur so, deswegen war für mich schon selbstverständlich. の炎がお前の生死としての力が。あれでなくなったのかよ。ゴーマも汚れも全部。いや、俺はゴーマのままだ。白銀の炎は溢れた汚れを払ってゴーマを人間に戻すことができる。でも心を変える力じゃないから、やり直す可能性を与えるだけなのですね。すまん。 Und hat überhaupt jemals irgendwie aufklärt mit seinem Auge? ああ、ich habe so das Gefühl, ich weiß, wohin das läuft.
Ja, genau. Ah, schön. Interessantes Bild. Habe ich mir schon gedacht, so nachdem er diese Gestalt angenommen hat. Also er ist der Imperia, der die ganze Welt als Träger hat, was man in Tales of Hysteria herausfindet. Und ich habe immer so am Anfang irgendwie gedacht, als Melchior aufgetaucht ist, dass er irgendwie dieser Imperia gewesen ist, aber da habe ich einfach nur den Namen irgendwie verwechselt. Aber so wie es aussieht, war es die ganze Zeit über Lafayette. Ja, jetzt haben wir unsere traditionellen Credits hier. Dieses Bild sieht ein bisschen komisch aus, wenn wir es die ganze Zeit sehen. Aber okay, ja. Hat ja doch noch. Muss mal kurz überlegen. Wenn ich morgen diesen Part hochladen würde, das ist Freitag. Wir haben jetzt Donnerstag, den 21.12. Wenn wir jetzt den Part morgen hochladen, also am Freitag, dann wäre ich noch vor Weihnachten, also am 23. das Projekt beendet haben. Nee, das Projekt nicht beendet haben, aber wenigstens im finalen Boss erledigt haben. Das ist auch schon mal was. Weiß jetzt nicht, was jetzt noch danach kommt. Phoenix ist jetzt noch übrig als einziger Boss. Und weiß nicht, ob es eine Bonus-Dungeon geben wird, so wie in allen anderen Tales aufteilen. Was normalerweise nach der Story hier, ich lege mal meinen Controller hin, passieren wird. Aber die sich nach der Story öffnen wird, meine ich. Und ja, weiß nicht, wie lange das dauern wird, wie viel ich trainieren muss dafür, aber schauen wir mal. Vielleicht gucke ich da auch noch kurz rein hier, nachdem wir hier fertig sind. Ich weiß, auf was ich mich freuen muss. Warum ist Magilu? Also jetzt Lafayette, Velvet und Magilu gewesen jetzt. Die haben sich noch gar nicht getroffen. Oder etwa doch. Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie symbolisch irgendwie eine Bedeutung, die ich jetzt nicht verstehe, aber schau mal. Hi. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Ich kann ja schon mal mein Fazit so geben. Da war natürlich ausgezeichnet das Spiel. Story, Charaktere, besonders die Charaktere, ist bestimmt meine Lieblingsgruppe aus allen Tales of Spielen bisher. Und ich glaube, ich weiß so ungefähr, was hier passiert. Irgendwie, die stellen sich irgendwie vor, jetzt ein eigenes Abenteuer zu erleben und treffen jetzt die ganzen Charaktere noch mal, ne? Irgendwie sowas läuft da ab, ne? Ja, wie gesagt, die Charaktere fand ich am interessantesten von allen Charakteren aus allen Tales of Spielen bisher. Diese bösewichte Gruppe hier, die jetzt nicht so diese Musterhelden sind, wie man sie in anderen Spielen kennt, sondern alle irgendwie irgendwelche finsteren Pläne haben. Einer will seinen Bruder töten, einer will, zwei wollen ihren Bruder töten, merke ich gerade. Eine will ihren Bruder töten, ja, da, zusammen trinken, ist klar.
Ein anderer will auch seinen Bruder töten. Der eine ist eine Hexe, die irgendwie, weiß ich nicht, grundlos mit allen Leuten mitreist. Andere ist ein Pirat. Die einzigen Unschuldigen waren eigentlich nur Eleanor und Lafayette. Weil das Spiel hat damit begonnen, dass wir irgendwie nicht aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, eine Stadt im Band gesteckt haben, Priester ermordet, weiß ich nicht. Also das ging schon relativ so los. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es ein bisschen so weitergeht, weil am Ende hat es ja dann wieder mehr so im Sinne von, ja, wir sind zwar die Bösewichte, mehr oder weniger, aber wir müssen trotzdem irgendwie die Welt retten, weil der Typ, den wir bekämpfen, ist noch böser. Aber nein, hätte schon eher so was gehabt, wenn irgendwie, weiß nicht, Artorius die ganze Zeit was Gutes vorgehabt hätte, aber irgendwie Velvets Rache, irgendwie ihr Rache verlangen irgendwie stärker gewesen wäre und dass man irgendwie so einen Konflikt irgendwie so als Spieler haben könnte. Also dass man sich wirklich so denkt, aber will ich das jetzt wirklich machen? Nicht, was wir machen, ist ja vollkommen falsch und moralisch irgendwie nicht richtig. Aber dann ist es natürlich hier so rübergesprungen, so gegen Ende, ja, Artorius ist doch böse und wir müssen ihn aufhalten, wodurch wir wieder die Guten sind. Dass wir andersrum wäre das ein bisschen interessanter gewesen. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, hätte ich mir schon so ein bisschen mehr gewünscht. Vor allem, weil man ja irgendwie in Tales of Hysteria, wenn man The Tales of Hysteria gespielt hat, dann weiß man ja, dass diese Epoche der Dunkelheit gab. Oh, alle Tales of Tilvena aufgelistet, cool, ne? Tales of Hysteria hat man ja irgendwie gelernt, dass es diese dunkle Epoche gibt hier, dass es überall Bosheit auf der Welt gibt. Und das wäre dann irgendwie perfekt gewesen, wenn irgendwie die Ereignisse in diesem Spiel sozusagen dafür gesorgt hätten, dass das, ja, dass diese dunkle Epoche irgendwie stattfindet, was ja auch irgendwie jetzt hier am Ende so erklärt worden ist. Also es sollen ja dunkle Zeiten auf uns zukommen, anscheinend. Aber ich hätte dann doch irgendwie so gedacht, dass irgendwas richtig Großes passiert, was irgendwie die ganze Welt in Abgrund stürzt. Und wir sind irgendwie dafür verantwortlich, versteht ihr? Aber was soll man machen? Story ist so ausgegangen. Bringt jetzt nichts, sich darüber aufzuregen. Jetzt nicht, dass mich das so sehr stören würde, aber ich hätte es mir halt nur gewünscht, ne? Ist halt nicht so passiert, also ist auch egal. Trotzdem geiles Spiel. Allgemein nur Gameplay, Cutscenes, Kampfsystem wieder ein bisschen neuer als Tales of Hysteria. Richtig gute Neuerungen auch. Ja, wie man Sachen lernt hier, das Titelsystem hier, so wie man Fähigkeiten lernt per Waffen, wie man Titel hochlevelt und all sowas. Was hat mich gestört an dem Spiel, versuche ich gerade nachzudenken. Relativ wenig, ausnahmsweise. Es gibt immer, nee, ich meine Hideo Baba, es gibt immer irgendwas, was mich stört in irgendein Tales of Spiel. Das ist Theorie, war es zum Beispiel hier, weiß ich nicht, Amortisierung hier. Wenn man Alicia zum Beispiel nicht immer steuern konnte und so, das fand ich ein bisschen doof, dass sie nicht amortisieren konnte. Aber bei mir fällt mir jetzt auf Anhieb nicht so irgendwie was ein. Das ist ja, glaube ich, ein gutes Zeichen. Also die Credits Ende? Nein. Also doch, anscheinend, aber da kommt noch was. Hm.
sind es ja beide Schwerter. Ja. Ja, was mit Eisen passiert, das wissen wir ja. Na komm, Kopf. Ah, sie können ihn nicht mehr sehen. Stimmt. Aber er ist immer noch bei ihnen. Außer später irgendwann. Und dann das passieren wird. Heiratsanträge. Hat sie ja viele bekommen irgendwie im Laufe des Spiels. Hey. Als Rache. Velvet Crow, okay. Ende. Glückwunsch zum Abschließen des Spiels. Du kannst jetzt deine Daten speichern und später wieder laden, um kurz vor dem letzten Kampf wieder zu spielen. Weiter zu spielen. Im Titel bestellen neu plus bla bla bla. Möchten die Daten speichern? Ja, aber sicher doch. Boom. Jetzt will ich 10 Millionen Nebenquests hier aufploppen sehen. Okay, Level 100. Zurück zum Titelbildschirm. Ach so, okay. Wollte schon sagen, was passiert, wenn ich jetzt Nein drücke? Dann geht das Spiel einfach weiter. So. Tun wir mal so einen ganz kleinen Blick erhaschen, was jetzt noch vor uns steht hier. Wenn nichts kommt, dann müssen wir halt einfach nur trainieren für Phoenix, ne? Okay. Wird nichts angezeigt.
Ja, und ich, okay. Da muss ich halt irgendwie scouten und gucken, wo irgendwie was passiert ist, falls überhaupt noch irgendwas hier zu erledigen ist. Dann in der nächsten Folge werden wir uns dann mit dem Bonus-Stuff hier sozusagen auseinandersetzen, sage ich mal. Gut, aber bis dahin weiß ich nicht, wie lange noch dauert. Und ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt bei 40 Minuten. Und hoffe, euch hat der Part gefallen. Entschuldigung. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.